von Andex mit seiner Frau, weil die waren gestern da beim Konzert der Stadtmusikkapelle Amras in diesem Garten und daher schön, dass ihr da seid. Ja, der Frühling. Wir haben einen Frühling, ja, im Kalender. Aber es ist wie alle Jahre, der Winter bäumt sich noch einmal auf und zwingt uns dazu, noch mal zur warmen Kleidung zu greifen. Aber unter der warmen Kleidung ist schon die leichtere Frühlingskleidung. Und sobald die Sonne herauskommt, wissen wir, wird es sehr schnell warm. Ich habe das schon erlebt in der Stadt. Es war schon frühlingshaft so angenehm, dass die Leute vor kurzem bleiben, die umgekehrt sind. Und wir haben ein typisches Aprilwetter. Ab morgen, übermorgen wird es dann wirklich Frühling. Wir alle freuen uns darauf. Wir sind also in einer Zeit des Übergangs, vom Winter zum Frühjahr. Diese Übergangszeit ist eine Zeit der Bräuche. Der Bräuche, der Traditionen. Und die haben ihren Ursprung darin, dass immer schon der Kampf Winter, der nicht weggehen will, und Frühling, der endlich kommen will, in diesen Bräuchen zum Ausdruck kommt. Wir haben das Gras ausläuten. Wir haben die Aperschnalzer, die haben wir gestern am Nachmittag schon gehört. Wir haben den maitypischen Bandentanz. All diese Dinge können Sie am Ostermarkt uns bewundern, bestaunen, sich daran erfreuen, aber vor allem eines, Sie können hier am Ostermarkt Osterschmankerl kaufen. Das eine oder andere für das Osterfest, für die Eltern daheim, für die Kinder, da gibt es viele tolle Sachen. Besuchen Sie bitte diese Stände, dafür sind Sie da und die Kaufleute freuen sich auf Ihr Besuch. Seit 16 Jahren haben wir diesen Ostermarkt, eine vergleichsweise junge Zeit. Ostermärkte haben lange Tradition in Ländern. Ostern, das christliche Fest, einerseits und insbesondere, dieses Fest schenkt uns Hoffnung. Hoffnung auf einen Übergang, auf eine Auferstehung nach einem langen Winter, auf ein Erwachen, auf einen Neubeginn und auf eine bessere Zeit. Eine bessere Zeit nach 2 Jahren Pandemie, die uns jetzt wirklich gefordert hat. Und eigentlich waren wir an dem Punkt, wo wir uns gedacht haben, jetzt ist das Schlimmste überstanden, aber da hat uns das Weltgeschehen eingeholt und uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir haben erleben müssen, wie fragil unser Friede in Europa, den wir eigentlich seit 70 Jahren haben, und wie schnell es geht, dass durch einen sinnlosen Akt der Aggression eines großen Herrschers in Russland das Ganze wieder zum Brechen droht. In dieser Zeit ist es umso wichtiger, dass wir helfen. Und ich bin froh, dass die Gundula Klopka da ist als Präsidentin des Sonderclubs, ein Club, der seit 70 Jahren besonders Frauen unterstützt, Frauen in der Krise. Und der Sonderclub nutzt den Osterlostag, um für Frauen in der Ukraine zu sammeln. Der Stand ist hier, bitte Sie auch ihn zu besuchen. Denn in Zeiten wie diesen ist auch Solidarität angesagt. Ich danke an dieser Stelle allen in unserer Stadt, die einerseits durch Geldspenden, durch Sachspenden, durch Zeitspenden, durch persönlichen Einsatz und Mithilfe Solidarität zeigen und ein Zeichen setzen, dass wir in Europa solidarisch sein wollen. Jetzt aber wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest. Genießen Sie den Ostermarkt, die Musik, die Bräuche. Ich darf jetzt an die Frau Präsidentin Gundula Klopka übergeben. Ihre Mama. Alles Gute. Ja, vielen lieben Dank für die schon, ich muss sagen, nun schon jahrelange Zusammenarbeit, die wir hier haben. Und da möchte ich mich als Präsidentin des Sonderclubs Innsbruck-Tirol wirklich sehr bei der Stadt Innsbruck bedanken. Wir haben jedes Jahr die tolle Möglichkeit, hier unsere Lose zu verkaufen, und jedes Jahr legen wir dann einen Schwerpunkt auf eine Spendenaktion. Dieses Jahr, glaube ich, ist der Grund nicht allzu weit hergeholt, dass wir speziell jetzt mit dem Sonderverein in der Ukraine in Lviv, ehemals Lemberg, in Verbindung stehen. Die Damen dort vom Verein befinden sich derzeit alle noch im Land. Das ist einmal der erste Teil, und ich glaube, wenn man so ein internationales Netzwerk hat, dann ich sehe